Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sons of the Forest. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu einem kleinen, großen Ausflug. Ich weiß nicht, wie lange wir da unterwegs sein werden. Auf jeden Fall möchte ich mal so in diese Richtung laufen. Ich laufe jetzt einfach mal hoch bis zu diesem, ich sag mal, bis zum Gebiet, wo wir noch nicht waren. Ich habe ja noch nicht so viel gesehen. Ich glaube, bei diesem Signal, habe ich mich erschrocken. Bei diesem Signal da oben waren wir ja schon. Es war ja das, halt dieses, ich sage mal, Blinkeblink, also bei diesem grünen Signal. Da war doch das, wo wir die Schaufel brauchten, ne? Glaube ich. Wir können ja mal so in die Richtung gehen. Ist natürlich super, dass es jetzt halt regnet. Ist halt Frühjahr. So. Ich habe Kelvin mal gesagt, er soll mir folgen. Macht er jetzt auch, aber ich meine, Hilfe wird er mir nicht sein. Der kann halt dann, wenn nur Kannibalen ablenken oder so. Wenn die mal da sind, sterben kann er ja nicht. Zumindest nicht durch Kannibalen. Virginia ist bei mir daheim. Eventuell kommt sie ja dann später irgendwann. Okay, durch den Busch kann man nicht laufen. Vielleicht kommt sie ja dann später. Das hatten wir ja schon mal. Dass sie dann einfach zu uns kam, als wir ein bisschen weiter weg waren. Und dann müssten wir jetzt halt mal so hier rüber. Da laufen wir zu dem See da oben. Also zu dem kleinen da. War hier nicht irgendwo dieses Camp, wo auch von Mutanten übernommen wurde? Oder war das woanders? Es war schon hier, oder? Ach, hier ist wieder dieses komische... Ja, nee, GPS brauche ich gerade. Musst du nicht unbedingt blinken. Das ist so schrill immer. Jetzt bin ich doch fast da. Ja, aber das ist da weiter unten, glaube ich. Nee, wir gehen nicht hin. Nein. Wir haben eine Mission. Ich habe so viele GPS-Sender. Ich weiß, dass es da zwar auch Loot gibt, aber wir gehen jetzt weiter. Wir haben eine Mission. Aber hier, warte mal. Doch, hier war das, oder? Das sind voll die schönen Büsche. Aber von denen kann man nichts pflücken. Wir können ja unterwegs, wenn wir eine... Die sind immer noch da. Wenn wir eine Schildkröte sehen, die hauen sich immer noch gegenseitig. Wir gehen einfach weiter, okay? Wir ignorieren die einfach. Oh Gott, die würden hier hochkommen, glaube ich. Warte mal, wenn wir hier oben sind, schaue ich nochmal runter. Ich hoffe, hinter mir kommt niemand. Hallo? Oh mein Gott. Warte. Wollen die Kannibalen eigentlich immer nach, und dass sie die immer wieder wegmachen? Weil die hatten die ja schon mal weggemacht. Da ist von jeder Rasse einer vertreten, außer der Ketuk. Der eine hat sich hingelegt,
Der Zwilling kommt ziemlich nahe. Ich gehe mal wieder. Ciao. Kelvin, wir gehen weiter. Wir gehen zu dem da oben. Ich möchte mal kurz auf die Straße. Hier ist doch irgendwo eine Straße. Also ein Weg. Nein, 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 du hast mich gar nicht gehört. Geh weg. Hier müsste irgendwo ein Weg sein. Und zumindest sowas. Was ähnliches wie ein Weg. Hier. Da gehen wir jetzt mal entlang zu dem Fluss. Da fahren wir, glaube ich, noch nicht. Also jetzt sind wir, glaube ich, schon in der Gegend. Da war ich noch nicht wirklich. Ich war zwar bei diesem Poppel da, aber hier war ich, glaube ich, noch nicht. Kannst du bitte aufhören zu regnen? Ist immer so laut und alles. Oh, hier ist aber auch eine schöne Gegend. Da hinten hat man viele Bäume. Ich kann kurz was trinken. Ich hoffe, ich habe genug zu essen dabei. Aber außer ein schöner See ist hier nichts weiter, oder? Da oben kommt auch noch mal ein See. Was ist hier unten? Aber so leicht komme ich da jetzt nicht hin. Dann verliere ich wieder mein Ding aus den Augen. Hier würde man runterkommen. Oder auch... Ne, ich meine, ja, du würdest schon runterkommen. Irgendwie. Zur Not mit dem Schlitten. Aber wir haben eine Mission. Wir gehen jetzt wieder der Straße entlang. Warte. Ja. Vielleicht finden wir das ja nochmal. Und dann können wir noch mal zu dem Camp. Ey, was hier für Klippen sind. Die Bäume sind auch voll hoch. Hast du auch immer gesehen, als du... wo wir da vor ein paar Folgen mit dem Gleiter geflogen sind. Zum einen ist die Karte total riesig. Vor allem auch im Vergleich halt zu Forest. Da ich glaube viermal so groß oder so hieß es ja, ne? Zum anderen sind die Bäume halt wirklich, wirklich hoch. Und wenn du drüber fliegst, das ist alles so... Nervt doch. Wo ist Virginia, wenn man es mal braucht? Könnte die anderen immer wegschießen? Hier ist auch schön. Vor allem hast du hier so einen schönen Weg, der da vorbeigeht. Könntest vielleicht hier ein Wasser bauen oder hier könntest du voll schön bauen. Vielleicht gibt es ja hier was im Wasser. Aber er zieht wieder nicht automatisch sein Tauchgerät an. Das macht er... In den Höhlen immer und im Meer hat er das, glaube ich, gemacht. Bin ich mir aber nicht sicher. Vielleicht würde es anziehen, wenn man tiefer geht. Nee, hier gehe ich nicht runter. Nicht rutschen. Nicht rutschen. Wir wollten jetzt hier hochgucken, Bianca. Kelvin wird sich auch denken. Kann die Phrase ich mal entscheiden? Es wäre echt schön, wenn es das Regnen aufhören würde. Hier ist ein Weg, aber komme ich irgendwie zu dem Fluss oder geht es da auch bergab? Also nicht zu dem Fluss, zu dem See, Teich, Tümpel.
Tümpelümpel. Sind halt so schöne Points of Interest. Was war das? War das ein Reh? Es hört auf. Ja, nicht rutschen. Nicht rutschen. Was ist das? Chicory. Brombeeren. Hatten wir die schon mal? Brom. Ich habe meine Beeren extra leer gemacht, falls ich irgendwas pflücken möchte. Dann kann ich das alles mitnehmen. Also hier unten ist auf jeden Fall ein Wasser, aber so leicht komme ich da nicht hin. Nehmen wir die Karte wieder raus. Da hinten ist noch ein kleines. Aber hier geht es doch einen Weg rum. Vielleicht kommen wir, wenn wir den Weg entlang gehen. Hier. Oh Gott, hat der mich jetzt gerade erschrocken. Der Elch. Meine Güte. Du bist nicht böse. Nee, der rennt auch von mir weg. Das ist okay. War das da oben jetzt der zweite Fluss? Ja, ne? Das da oben war der zweite Fluss. Weil wenn wir hier nämlich auf dem Weg entlang gehen, könnten wir ja oder müssten wir ja rein theoretisch hier runterkommen, wo wir runter wollen. Ja, hier ging es dann runter. Hier ist eine Kreuzung. Wir gucken... Oh, sieht es schön aus. Wir gucken kurz mal hier hin. Der Elch, der macht mir ein bisschen Sorgen. Aber der macht ja an sich nichts, ne? Wir lassen den auch in Ruhe. Dass Kelvin mithalten kann hier bei meiner Zickzack-Aktion, finde ich ja schon wieder interessant. Aber wenn wir irgendein Radio finden würden... Aber der geht ja immer nur in bestimmten Umkreis, dann könnte der den so hinterher tragen. Da liegt ein Elch. Wie schön ist das denn? No. Voll süß. Ich tu dir nichts. Alles gut. Hier ist ein Zelt. Ich tu dir nichts. Ist das hier eine Falle? Ist ein Zelt, aber da ist nichts weiter. Da kann ich speichern. Kann ich hier graben? Hier ist kein Zeichen. Also man kann ja überall graben. Und man findet tatsächlich auch, das habe ich getestet mal, wenn du irgendwo gräbst, findest du... Bin kurz neugierig. Findest du auch manchmal irgendwelche Sachen unter der Erde, aber halt nicht. Also keine wirklichen Särge oder was auch immer was. Also so irgendwie random Sachen. Aber nee, hier. Wie zum Beispiel hier. Guck. Hier sind Münzen. Aber nee. Wieso ist hier so ein Zelt im Nirgendwo und. Einfach zum Speichern? Geht sie zu irgendeinem Bosskampf oder so, wenn man hier in der Nähe speichern kann? Das sind doch immer so diese letzten Anzeichen, oder? Wo blinkt es da oben so auf der Karte? Heißt es, die sind... Heißt es, Virginia ist irgendwie unterwegs oder so? Oben blinkt. Nee, keine Ahnung. Hier wollte ich hingucken. Aber da war auch ein kleiner Fluss. Nee. Ach, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich Fluss sage, meine ich halt so einen Teich. So. Nee? Oh mein Gott, war das laut. Aha. Ich habe gehört, diese neue Cave, also diese mit den Kultisten und so,
Sollen den Zugang haben, durch irgendein, soll zwei Zugänge haben, durch irgendwelche Seen, also hier sowas oder irgendwie. Aber ich weiß nicht welche. Das werden wir rausfinden, aber ich weiß noch nicht welche. Vielleicht war das ja einer von denen. Ich frage mich, warum hier, ob das einfach nur so Seen sind, so schöne Bauplätze, oder ob hier tatsächlich irgendwas wäre. Aber ich sehe halt nichts wirklich. Ich glaube nicht, dass im Wasser schon was ist. Was war das? Wäre echt cool, wenn Virginia zu uns kommen könnte. Na, wie schön. Quatsch, ich laufe falsch. Warte mal, ich bin jetzt runtergelaufen. Komme ich da? Warte mal. Hier ist ein kleiner Teich, aber der ist gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Aber einfach nur Wasser zum Trinken. Komme ich da jetzt wieder hoch, wenn ich hier rumlaufe? Aha, hier sind wir. Ah, hier sind wir wieder an der Strandseite. Ich verstehe. Ich glaube, ich komme hier jetzt nicht mehr hoch, ne? Ich muss von der anderen Seite wieder hoch. War hier irgendwas? Ach, warte mal. War das. Oh Gott, mein Hirn. Warte mal kurz. Das war der Strand. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. War das nicht der Strand, wo, wenn wir hier weiterlaufen, wo wir im Winter mal da waren, wenn wir hier weiterlaufen, kommt dieses, dieses Lager? Hier war zwar auch was zum Looten, aber wollen wir da hingehen? Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Wir können dann noch mal vorbeigehen. Es gibt ja in den Dörfern solche neuen Hütten. Vielleicht ist da ja eine. Aber ich wäre trotzdem lieber oben rum, aber wir können auch hier rumgehen. Dann sehen wir diesen Weg auch mal, wenn es nicht geschneit hat. Müsste der gewesen sein. Ja, genau, da vorne sind noch Zelte zum Looten. Ich habe schon wieder Durst und Hunger. Da unten war doch auch was zum Looten, oder? Cool wäre, wenn du Kelvin irgendwie so eine Tasche mitgeben könntest, dass der auch noch Sachen für dich mitnehmen kann. So als Packesel. Kann keine Uhren mehr nehmen. Was ist das? Rahmen. Kannst du essen? Macht zwar nicht viel, aber immerhin besser als liegen lassen. Habe ich das Ding in der Hand? Oh, ich kann keine. Kann keine Dingsies mehr tragen. Keine. Weiß schon. Keine Medizin. Habe ich das jetzt weggesteckt? Ja, ich erinnere mich hier. Seestern. Da sollte ich mal was testen, ne? Es hieß, dass in der ersten Staffel
ersten Staffel. Im ersten Teil, dass man da Fisch Dings rausbekommen hat. Also mit dem Speer geht's schon mal nicht. Aber es kann auch sein, da, weil er im Wasser liegt. Das ist eine Muschel. Nee, also anscheinend bekommt man da nichts raus. Als das gemeint war. Anscheinend... Oh, ah, Kelvin macht wieder seinen Umweg, weil er nicht durchs Wasser kann. Also... Kelvin geht ja nicht gern durchs Wasser. Das wissen wir ja. Wieso wechselst du immer die Pfeile? Wie muss ich mit dem nochmal zielen? Das Zielen war schon gut, nur hat er seine doofe Maske auf. Und wo hast du jetzt an meinen zweiten Pfeil hin? Der hat meinen zweiten Pfeil einfach gefressen. Ich hab doch jetzt nur einen aufgehoben, oder? Hey! Das ist nicht fair. Mann. Nee. Immer diese Tastenkombi. Scheint noch leer zu sein. Hier war ja so ein Mutant an so einem Pfahl. Jetzt verstehe ich auch, was es damit zu tun hat. Das ist ein... Nee, das ist nicht leer. Das sind Mutant. Oh mein Gott. Gehen die auch ins Wasser? Eins, zwei... Oh, die kämpfen noch. Jetzt verstehe ich auch, was es damit auf sich hat. Weil die hatten ja zu Beginn, wo wir mal hier waren, zwei solche... Oh, ich habe es gelesen. Ich habe es aber vergessen. Wie heißen diese Mutanten, die... Also nicht die Finger, nicht der Kettog, nicht die Zwillinge und mehr gibt's ja nicht. Sondern die anderen, die auch immer an diesem Fähler hängen, die so ein komisches Gesicht haben. Also wie so keine Augen und kein Mund, sondern nur halt so, wo so andeutet, ne? Die hingen ja hier an diesem Fähler. Das macht jetzt halt auch voll Sinn, wenn die sich da bekämpfen. Also. Oh, hallo. Na? Ich beobachte gerade. Aber ich würde da ganz gerne eine Grenade reinwerfen. Grenade, aber ich muss so nah hin, wenn ich die werfen will. Das sind aber nur Finger, oder? Das ist... Und er ist nicht gestorben. Ich will halt nicht näher hingehen, weil die sehen mich dann, wenn ich näher hingehe. Die sehen mich dann, wenn ich näher hingehe. Hier sind Turtles. Wir könnten eine Turtle mitnehmen. Der hat mir das Zelt weggeblasen. Nö, ich muss die anders machen. Nein, nicht mit dem. Nicht mit dem. Hey, hat er gerade... hat er gerade in meinem Pfeil gefressen? Ja, und die brauchen immer vier Stück. Nicht auf mich zukommen. Er hat schon einen Pfeil drin. Woher hat denn er den? War daneben, ne?
Da bin ich nicht. Ja. Warte. Nein. Habe ich einen Stein aufgehoben? Why? Langsam kommen wir auch zum Ziel. Ich habe irgendeinen Pfeil verschossen, glaube ich. Der sieht mich nicht. Sehen. Wie kann der mich überhaupt sehen? Riecht er mich? Hört er mich? Weil die haben ja keine... Weißt du, wie ich meine? Die haben ja keine Augen. Da drüben kämpfen noch zwei. Wow. Ja, Kelvin, ich weiß, dass da was ist. Oh. Der war aber schon von den Kannibalen angeknackst. Eigentlich sollten die Kannibalen nicht so sauer auf mich sein. Ich helfe denen gerade, die wegzumachen. Ja, ich sehe schon, dass du da guckst. Wo ist denn da? Hast du den einen Mutanten wirklich besiegt? Der war schon angeknackst von dem anderen. Ich hätte ihn leben lassen. Aber er ist auf mich los. Der hat den anderen besiegt. Zum Glück waren hier keine Zwillinge. Zwillinge mag ich nicht. Also hier im Spiel. Kannst du mir deine Rüstung geben? Dankeschön. Aber hier war nicht so ein neues Dings. So ein neues Haus. Kelvin, das haben wir sehr gut gemacht. Ohne Nahkampf? Ah doch, hier war... War das hier vielleicht so ein Ding und es wurde schon zerstört? War das ich? Aber nee, ich habe ja von Weitem auch geschaut. Da habe ich nichts gesehen, ne? Weil natürlich, wenn du da eine Granate reinwirfst, dann wird es natürlich zerstört. Hallo? Wir brauchen eine Turtle. Ich will nicht. Aber das kann man ja dann im Inventar... Oh, hier liegen Beutel. Kann man ja dann im Inventar lassen, ne? Das trage ich ja nicht in der Hand mit rum. Nicht, dass ich jetzt eine Turtle... Schnittkröteneier? Was? Was kann man mit denen machen? Nur essen. Kann man die irgendwie brüten? Was geben die? Nichts. Rein gar nichts. Es tut mir leid, dass ich gerade euren Nachwuchs gegessen habe. Das sind alles Steine. Ist hier eine Schildkröte separat irgendwo? Ich will jetzt nicht irgendwie... Oh mein Gott, es tut mir so leid. Also gar so realistisch hätten die das bei den Schildkröten nicht machen müssen. Tut mir so leid. Ich... Warte mal, wir gehen weiter. Das ist... Ganz nett. Wir gehen mal kurz hier hoch. Kelvin, bist du noch da? Ja. Also gar so... Ich weiß nicht. Also, nee. Weiß nicht. Das ist realistisch. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sieht es nicht sehr schön aus. Boah. Oh Gott, das war ich selber, das war mein Inventar. Wir müssen mal gucken, dass wir da oben irgendwo vielleicht zu einem kleinen Fluss kommen, weil... Oh
kam Kelvin eigentlich her? Kam der von da vorne gelaufen? Der ist irgendwo oben runtergekommen. Weil ich muss einen Trink. Ich habe zwar meine Flasche mit dabei, aber das möchte ich mir wirklich aufheben, wenn es knapp ist. Und wenn kein Wasser in der Nähe ist. Aber hier haben wir rein theoretisch Wasser in der Nähe. Und da waren wir auch noch nicht an diesem kleinen Fluss. Und ich würde sagen, da stelle ich dann auch mal kurz mein Zelt hin, sodass ich speichern kann und in die nächste Folge rutschen kann. Es werden halt ein paar Erkundungsfolgen. Aber wir müssen ja die Insel kennenlernen, ne? Das hoffe ich. Oh. Okay. Geh zu deinem. Hier ist ein Lager. Och, ich hasse es. Das ist auch voller Mutanten. Komm ich da drumherum? Ich muss eigentlich genau in diese Richtung. Also wirklich genau. Wie null genau. Aber welche sind denn das? Sind das... Hinten ist ein Finger. Zwei komische. Oh, da ist ein Zwilling dabei. Ist es vielleicht genau bei dem Wasser? Nee, jetzt laufe ich auf dem Wasser zu. Auf jeden Fall ist hier auch ein Camp. Und ich bin durch ein Spinnennetz gelaufen. Und das Wasser ist halt auch... Ich höre was. Ich gehe weg. Das Wasser ist halt auch voll cool, weil hier geht halt gleich von hier aus so eine Straße hin, ne? Und hier oben ist das Zelt, ja. Das, was wir vorhin gesehen haben. Wir können auch da speichern. Wir müssen gar kein Zelt aufstellen. Wir können hier oben speichern. Und dann können wir die Straße nämlich wieder weiter hochlaufen und hier oben bei dieser Kreuzung nach hier oben abbiegen. Zu diesem Blink. Oder oben ist noch ein Blinke. Das sind zwei Blinke. Die sieht man ja sonst nicht, wenn man nicht so nah da ist. Und dann würde ich sagen, speichere ich mal bei diesem Zelt hier. Dann laufen wir in der nächsten Folge hier den Weg weiter. Und vielleicht kommen wir ja schon da oben bei diesem Signal an. Zelt. So. Ich versuche auch diese Erkundungsfolgen relativ human zu halten von der Zeit her, weil es halt echt nur erkunden ist und das will ich dann jetzt so wirklich hinauszögern, wenn nicht wirklich was passiert. Von daher hoffe ich, dass ich die ziemlich human halten kann. Vielleicht sollte ich auch gleich mal schlafen dann. Wir haben ja jetzt schon 17:43. Ich schlafe, glaube ich, gleich nochmal mit und dann, beziehungsweise ich schlafe erst. Und mach mich dann voll und speichert dann. Boah, hat die mich jetzt erschrocken. Die hat es getreten. Und das ist jetzt... Das die hat es... Ich... Kam die jetzt hergerannt und hat das Kaninchen getreten. Und jetzt bringt sie mir noch eins. Was zum... Ich muss kurz nochmal zum Fluss und trinken, essen und so. Und dann speichere ich gleich. Du kannst liegen bleiben, ich tue dir nichts. Alles gut. Alles gut, alles gut. Hier ist wieder so ein Kriecher. Ich tue dir nichts. Wenn du mir nichts tust. Wenn du mich von hinten anrempelst, dann rempel ich zurück. Hier sind solche Töpfe und Schalen, habe ich gerade gesehen. Das sind zwei Stück. Guck mal. Kelvin, ignoriere die einfach erstmal. Wir gehen zu Virginia. Und wenn, dann wird sie die eh umbringen. Weil die eh auf alles schießt, was nicht bei M3 außer Sichtweite ist.
Komm her. Oh, die bringt schon wieder ein Eichhörnchen. Vor allem sieht es immer, wenn sie es hat, noch so aus, als wenn es leben würde. Und dann... Wo hast denn du das Eichhörnchen versteckt? Hattest du das... Wo hattest du das denn gerade? Lässt es einfach fallen. Ja, ich weiß, du hast eine Waffe. Du hast eine Waffe, Virginia. Aber wir sind jetzt dazu und dritt. Bedeutet, die kann uns wieder helfen. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Und die sieht man wenigstens dann auch, wenn sie hier rumrennt mit ihren roten Lederanzug. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich speichere hier gleich ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn sie die beiden vermutlich erschossen hat. Sie hat eine Waffe, aber sie hat anscheinend immer noch ein bisschen Angst. Also. Ich sehe die jetzt auch nicht mehr. Also so wie die ist, klingt die schon ein bisschen wie so ein Kannibale. Oder wie so ein... Nicht wie ein Kannibale. Kannibalen klingen, hört sich komisch an, wie so ein... Also, wie soll ich sagen? Sie frisst mehr, als dass sie isst. Sagen wir so. Aber sie ist ja auch mutiert oder so. Oder ist schon so geboren wegen irgendwas. Weiß ich nicht. Aber hey. Ich schub's euch in die nächste Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's hier weiter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und bis morgen. Ciao.